Ja, herzlich willkommen zu unserem Interview zur Frage Schöpfungsglaube und Umweltethik. Wie hängt das zusammen? Und ich habe hier einen Experten eingeladen, Professor Dr. Wolfgang Schobert. Er ist Professor für systematische Theologie an unserer Universität, insofern der richtige Experte für dieses Thema. Wir kennen uns schon viele Jahre, deswegen sind wir auf Du. Und ich beginne gleich mal mit meiner ersten Frage. Also, Christen sprechen ja immer davon, dass der Schöpfungsglaube eine wichtige Motivation sein kann, ein wichtiger Beitrag sein kann zur Bearbeitung der Umweltkrise und vielleicht auch der Klimakrise. Aber muss man nicht sagen, dass Christen eigentlich da eher die Wirklichkeit verdoppeln oder vielleicht auch die Forderungen, ethischen Forderungen verdoppeln? Jeder weiß doch heutzutage, dass man mit der Umwelt schonend umgehen sollte, dass wir das Klima retten müssen. Und jetzt kommt der Theologe und sagt, und der liebe Gott sagt es aber auch noch. Ja, da müssen wir erst mal einhaken. Vielleicht wissen es alle, aber ändert sich was? Ändert sich genug? Was bewegt Menschen dazu, aus dem Wissen doch ein anderes Leben auffolgen zu lassen? Das ist schon mal die eine spannende Frage. Aber zunächst müssen wir auch genau unterscheiden, wo wir uns gerade bewegen. Wenn wir uns in einem politischen Diskurs bewegen, wenn wir etwa über Gesetze, über ethische Leitlinien und Ähnliches für gesellschaftliches Handeln diskutieren, bewegen wir uns in einem öffentlichen Raum, in denen Argumente des Glaubens nicht unmittelbar Geltung beanspruchen können. Wenn ich vom Schöpfungsglauben rede, dann hat das für viele Menschen keine oder eine nachgeordnete Bedeutung. Kurz, ich muss in einem politischen, in einem öffentlichen Raum immer nach solchen Argumenten suchen, die grundsätzlich auch für andere zustimmungsfähig sind. Das ist ja das Wesen des Politischen, dass ich Zustimmung auch von Menschen versuche zu erreichen, die aus anderen Kontexten und aus anderen Zusammenhängen kommen. Insofern ist es kein Schade, dass Christen hier, wenn es konkret um solche Fragen geht, Argumente gebrauchen, die jedermann gebrauchen könnte. Es ist geradezu das Wesen des Politischen. Also idealiter, der Redner im Bundestag, der mit der Schrift argumentiert, kann dafür keine Autorität beanspruchen. In diesem Raum. In einem anderen Raum reden wir sehr wohl von der Schrift und ihrer Autorität im spezifischen Sinne, nämlich dann, wenn wir uns darin bewegen, zu sagen, was besagt der Schöpfungsglaube eigentlich genau? Also christliche Beiträge wenden sich dann auf der einen Seite an Christinnen und Christen oder an Menschen, die an Gott glauben, an einen Schöpfer glauben, und auf der anderen Seite aber auch an Menschen, die das nicht tun. Insofern müsstest du als evangelischer Theologe eigentlich ganz toll einverstanden sein mit der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, der beides versucht, erstmal biblisch zu argumentieren, christlich zu argumentieren und dann zu sagen, so, und jetzt aber auch an alle Menschen, die guten Willen sind, nochmal in säkularer Argumentation, oder? Also wir haben zwar den Reformationstag, das muss aber nicht heißen, dass man anti-ökumenisch an der Stelle sich positioniert. Nein, es ist so, der Versuch ist völlig richtig. Ja? Es kommt auch dazu, natürlich genau genommen, jede Argumentation adressiert sich, als qua Argumentation, adressiert sich immer an alle Menschen guten Willens. Ja, das so. Und dann muss man gucken, wie weit reichen das. Ich habe jetzt eben bewusst zwei Pole aufgemacht. Und dazwischen gibt es eine ganz große Zone von Menschen, die vielleicht Sympathien haben für das, was man Schöpfungsglauben nennt, ohne ihn zu teilen und Ähnliches. Wir müssen also solche Übereinstimmungsmöglichkeiten immer wieder neu aufsuchen und neu entdecken. Und man könnte ja auch noch mal zurückgehen zu dem Bundestagsabgeordneten, der jetzt da seine Rede hält und der aber ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass unter den Abgeordneten doch etliche sind, die vielleicht den Schöpfungsglauben irgendwie teilen oder zumindest eine gewisse Sympathie für ihn haben, so wie du das gerade angesprochen hast. Ja. Also das insofern kann man auch im öffentlichen Raum. Richtig. Wäre das durchaus sinnvoll und möglich. Das geht dann eher von Argument auf Zeugnis,
ja, über. Und da ist die zweite, ein zweiter Bereich drin, den du vorher angesprochen hast, die Frage der Motivation. Ja? Also was mich bewegt, eine bestimmte Haltung einzunehmen, das ist selber wiederum auf einer anderen Ebene als das Argument. Ja? Argumente erzeugen keine Motivation.